Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's euer lieber Odo. Und wir sind zurück in unserem Kampf gegen Ungarn und Dänemark und Genua. Und Genua ist kurz davor, aus dem Krieg zu scheiden. Will ich doch hoffen. Ah, okay. Und die Militärkoalition, die militärische Koalition gegen uns, dürfte sich langsam wieder auflösen. Offensichtlich sind die Leute nicht mehr beunruhigt bezüglich unserer brutalen Ausdehnungspolitik. So, ich hoffe, wir können relativ bald Dänemark auch aus dem Krieg rauswerfen. Genua ist zwar jetzt high, aber sobald wir ihre Hauptstadt erobert haben, sollten die eigentlich aus dem Krieg aussteigen. Und sollten dann in der Lage sein, ihre Gebiete zu erobern. Ah, was stopp. Was Trier? Wir können mit. Ah, sehr gut. Die Siege of Genua. Na, geht's mal daher. Da kommt's mal zusammen und dann kümmern wir uns um dieses Land. Außer natürlich, wir schaffen es, dass Dänemark schon vorher raussteigt aus dem Krieg. So, schaut das gut aus? Ha, und los sind sie. Das heißt, wir brauchen einen Typen, der zurückkommt. Dann können wir da mal Frieden verhandeln. So, was wollen wir von denen? Wir wollen all ihr Geld, wenn geht. Wir wollen War Reparations, wenn geht. Give up claims in Milan. Heißt das, du gibst das zurück? Return Core. Okay, das würden sie auch machen, das finde ich gut. Ah, wir kriegen nur 105 davon, na gut, soll sein. 45, oh, bist du wahnsinnig, das kostet aber viel Diplomatiepunkte für das, dass das ein Typ kriegt, den wir gar nicht sonderlich mögen. Release Nation. Da sind ja nur zwei Partizipierenden. End Rivalry bringt uns 3,1 Prestige. Und Prestige brauchen wir definitiv. Die Allianz mit Savoyen kannst du auch aufschließen. Das sind nochmal 0,5 Prestigepunkte. Und die Claims geben wir auch auf. Oh, sind noch einmal Prestigepunkte. Finde ich gut. Yep, senden wir dieses Demand. Finde ich gut. So, Dänemark. Ausgezeichnet. So, können wir die letzten Schulden zurückzahlen? Haben wir noch Schulden? Oh, wir haben keine Schulden mehr. Finde ich gut, dann bauen wir was. Bauen wir noch eine Kirche oder einen Workshop? Was haben wir da für welche? Oh, der bringt 18, da ist er besser als die beste Kirche. So, damit fehlen uns nur noch die Freunde Dänemark. Ah ja, okay, Occupied by Hungary, das haben sie den Ungarn überlassen und sich nicht selbst behalten. Finde ich nicht gut.
Na gut, soll sein. Wie schaut das aus? Dänemark. Medium. Du hast noch immer 13 Gründe, um im Krieg zu bleiben. Nein, nicht einmal einen weißen Frieden würdest du derzeit eingehen. Na gut. Das heißt, wir müssen dich noch weiter belagern. So lange, bis wir dich wieder haben. Okay, gut. Wir haben hier ein Problem, weil hier sind lauter Leute, die uns nicht mögen. Wieso eigentlich nicht? Ah, genau. Weil wir ja den Papst jetzt seit Vasallen haben. Und noch dazu, weil wir exkommuniziert sind. Du wärst super, wenn du nicht den Typen unterstützen würdest. Ich glaube, das bringt nicht allzu viel, weil wir eh schon recht viele Punkte haben. Ja, 85. Naja, 15 Punkte mehr ist 15 Punkte mehr. Oh, und du hast den Regency Council. Nein! Ah, auf das habe ich gar nicht geschaut, dass wir da. Hey! Mailand ist uns dankbar, dass wir so nett zu ihm waren. Deswegen gibt es keine Exkommunikation mehr. Finde ich gut. Das könnte dazu führen, dass uns die dann wieder besser mögen. Ah, das! 30.000 Mann! Sind die wahnsinnig? Okay, ich glaube, mit diesen 20.000 Mann habe ich doch was Besseres zu tun. Hier geht's mal daher. Und daher. Daher. Ja, okay. Geht's daher. Und dieses Looming Disaster müsste eigentlich gleich weg sein, weil ich das da gleich habe. Bis August. Solidate. Wir sind so supi. Was? Alster Spy an mir? Ich habe ja nicht einmal irgendwas in der Nähe von Alster. Da ist Alster. Wie können die. Wieso schicken die Spione zu mir? Irre. Finde ich irre. So, hat sich das verbessert jetzt? 7. Oh, wird schon besser. Auf Low sind. So, schauen wir mal, wie schaut es um unsere Subjects aus? Ah, der Papst mag mich jetzt wieder mehr. Oder der Papst mag mich sogar so sehr, dass er nur noch ein Liberty Desire von 5 hat. Schau dir was an. Wie ist das? Werde ich da wieder gewählt von irgendwelchen Leuten? Na, fast.
fast. Das Palatinat wäre super, wenn uns das wählt, weil dann würde auch der nicht mehr sich selbst wählen, nehme ich mal an. Na gut. Schauen wir mal. Yay, Freol ist eine Provinz. Nein, ein unlawful territory in Friesland. Worum handelt sich's da? Oh, sogar zwei Gebiete. Friesland, geht's euch noch gut, Freunde? Utrecht, Oversticht und Groningen. Oversticht, Utrecht. Oh, das würde Utrecht gehören. Ja, lassen wir es durchgehen oder lassen wir es nicht durchgehen? Ja, wir lassen es mal durchgehen. Wir sind nicht so. So, da oben passiert da noch irgendwas. Was ist mit den Dänen? Hm? Die haben eine Volksforschung von 6,3. Und sie haben noch einen Kriegsgrund. Na gut, das sollte sich ja wohl ausgehen irgendwie. Oh, Pilsen haben sie auch schon verloren. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Könntet ihr euch dieser Armee anschließen? Dann wird daher gehen. Urbino, was sagt ihr? Ah ja, die kommen schon her und helfen uns. Dann müssen nicht allein meine Leute sterben im Kampf gegen diese verdammten Bogomilisten. So, kommt jetzt beide her. Passt. Na gut, dann, Freunde, auf in den Kampf. Dafür habe ich euch ja dabei. Okay, warte mal. Legitimacy questioned. Though our grip on the throne of Austria may be slipping and our legitimacy questioned, our pride and prestige took a hit when one of our subjects spoke up against us in public. They claim that we have no right in trying to govern them too, as we can barely manage our own country. Berate them for speaking out against us in public. Urbino gain plus 10% liberty desire. Okay, naja, bevor ich da die Legitimacy verliere. So, schauen wir mal. Außerdem, ich schicke gerade ihre Leute in den Tod hier in Wien. Um gegen die Heretiker vorzugehen. Oh, warte mal, ich habe da noch ein Dings. Warte, wo wollte ich denn hinschicken? Schauen wir mal. Noch immer Medium, aber jetzt null Reasons. Okay, was haben wir gesagt? Schicken wir es zum Papst vielleicht mal. Den Diplomaten.
Au, au, au. Der macht jetzt so ein... Ah, verdammt. Ich hätte schauen sollen, was für einen Anführer ich habe. An solche Sachen denke ich überhaupt nicht. Aber wir scheinen diese Typen zu besiegen. Finde ich gut. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Shift Consolidate. Dann die Nierentypen lassen wir da. Dich. Ja, das ist eh klar, du bist der Schwammerl. Schicken wir da rüber. Um die Sachen wieder zu erobern. So, Dänemark ist jetzt low on enthusiasm. Das heißt, wir können ihnen einen Frieden abzwingen. Kommen wir von da zurück. So, können wir Geld verlangen? Nein. Ist gerade mal ein White Peace möglich. Ist uns das wurscht? Ja, ist uns wurscht. Wir wollen da auf jeden Fall diese Typen nicht weiter im Krieg haben. Fein. Haben wir das? So, und jetzt noch ein kleines Friedilein. Friedi, Friedi, Friedilein. So, wir hatten Union with Hungary als Friedensvertrag. Können wir auch noch euer Geld haben. Oh, 515 Goldstücke ist cool. Das mag ich. Lass dich hier nicht. Finde ich gut. Ach, okay, gut. Du kommst hier nicht mehr her. Und damit haben wir Österreich-Ungarn geschaffen. Mehr oder weniger. Wow, wir haben 50 Prestige dabei gesammelt. 22 davon geht sogar an uns. Sehr gut, sehr gut. Because of our superior strength and unmatched leadership, we have assumed leadership in the war against Serbia and Bosnia. Die wollten sich Ungarn unter den Nagel reißen. Denen werden wir jetzt gleich zeigen, wo dann Bartel den Most holt. Oh, oh, und einen neuen Kardinal haben wir auch gekriegt. Ausgezeichnet. Wow, wir können das. Wie viel haben wir schon da rein investiert? Ach so, stimmt. Wir haben ja, wie wir exkommuniziert wurden, unseren Papal Influence ausgegeben, um. Also den gesamten Papal Influence ausgegeben, weil der sowieso weniger geworden wäre. Ja, aber um ehrlich zu sein, das, ich glaube, mit den zwei kommen wir auch alleine fertig. Wir haben auch alleine fertig, oder? Mit wem führen wir jetzt Krieg? Mit diesen zwei Wapplern? Das ist mal sehr recht.
So, du hier gehst nochmal in die Ostmark oder halt nach Kärnten. Na, gehen wir nach Kärnten. Auf nach Kärnten mit dir. So, wir haben zu viele Beziehungen. Tja. Und zwar, wir haben 7 von 6 möglichen Beziehungen. Was ist's für? Puh. Wir werden Urbino versuchen einzugliedern in unser Reich, damit das wegfällt. Sobald wir Frieden haben, werden wir das starten. Ich glaube, Urbino ist aber ist nämlich eh. Ja, die lieben uns eh heiß und innig. Papst mag uns vielleicht nicht so, aber gut soll sein. So, Ungarn, du hättest gerne eine Verbesserung der Beziehungen, da bin ich mir sicher, aber nicht jetzt, weil wir haben erst vor kurzem zu dir jemanden geschickt. Das heißt, puh. Das wird aber wirklich knapp mit dem nächsten Elektorat. Wenn das so weitergeht, es schaut zwar ein bisschen besser jetzt aus, aber. Wir könnten Proclaim Guarantee machen. Improve Relation wird nicht mehr allzu viel bringen. Das bringt nur gerade mal drei Punkte noch. Und eine Royal Marriage will ich auf keinen Fall machen, weil ich habe eh schon zu viele Beziehungen. Wir könnten ihnen ein Subsidies könnten wir ihnen geben. Na sicher nicht. Wir könnten bestow Imperial Grace machen. Was heißt das? Do you wish to bestow imperial grace upon the Palatinate? This will cost us one imperial authority, but greatly improve our relation. Ich meine, wie alt ist Franz Stefan? Müssen wir Angst haben, dass er bald stirbt? Ich hoffe nicht. Er ist erst 22. Wenn er aber jetzt sterben würde, dann würden wir mit ziemlicher Sicherheit einfach die so, das haben wir mal weg, das brauchen wir echt nicht. Würden wir wahrscheinlich was verlieren. So. Ah ja, warte mal. Haben wir da irgendwas erfüllt, dadurch, dass wir Ungarn haben? Nö. Warte mal, wir haben Build Buildings, das können wir auch machen. Wir brauchen 5 Workshops. Ah gut, das können wir gleich machen. Das machen wir mal als erstes. Einen haben wir ja schon in Auftrag gegeben. 2, 3, 4, 5. Wenn wir die fertig haben, haben wir das, den Auftrag auch erfüllt. So, du gehst weg. Was soll ich tun? Unlawful Territory. Das machen wir vielleicht später. Jetzt machen wir mal den Krieg da fertig. Ah, warte mal. Ich habe da noch einen Diplomaten. Den müssen wir auch noch einsetzen. Aber wohin? Wohin? Mit dem Dödel. Nach Sachsen. Wie sind das auch unsere Verbündeten? Ich weiß gar nicht, ob sie sich wählen, wenn sie da im Plus sind. Wahrscheinlich nicht.
dadurch, dass die Pfalz sie wählt. Es wäre natürlich cool, wenn die Pfalz nicht Sachsen wählen würde, sondern Hessen zum Beispiel. Idioten. Na gut, irgendwie werden wir das schon hinkriegen noch. Machen wir mal den Krieg fertig, bevor wir uns darüber Gedanken machen. Gelre würde gern durch unser Land, aber ja klar, wir hatschen ja auch bei euch überall durch. So, du kriegst auf jeden Fall den Herrn Quad, wenn du da vorne stehst, an der Front, und dann ab nach Bosnien. Die kennen das ja schon, von mir belagert zu werden. Das hatten wir ja schon. Also, na, warte mal, wie war das? Wir können den Subject sagen, sie sollen irgendwas tun. Du. Sei aggressiv einfach, was soll's. Haut ruf. Okay. It's no longer a valid driver for us. Okay, Dänemark ist auch kein Rival mehr. Oh, wir haben eine Power Projection von 49. Wir sollten jemanden beleidigen. Von unseren Rivalen sollten wir beleidigen. So, wen haben wir da? Die Osmanen. Die bieten sich sehr dazu an. Die mögen wir eh nicht. Sind nicht Gift, nein. Wo ist denn das? Sind ein Insult. Müssten wir eigentlich über 50 kommen, oder? Ja, hurra, wir produzieren mehr Monarch Points, finde ich auch gut. Okay. So, wo ist denn unsere zweite Armee? Da, ihr seid auch schon auf dem Weg zu uns. Hopsi, hopsi, Burschen. So, was können wir uns machen? Yes, Military Technology ist ganz wichtig. Military ist ganz wichtig. Und da können wir Diplomatic Core, das ist auch cool. Minus 10% für die Diplomatic Technology Costs. Und wir sind mit Diplomatic fertig. Lowered Impact on Stability from Diplomatic Actions. Finde ich gut. Fugger Banking ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste für uns. Ah, oh ja. Inflationsreduktion ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Innovativeness.
Ja, also bis zur Scientific Revolution müssen wir auf jeden Fall schnell durchgehen. So schnell als geht. So, ist das ein 1er vor? Ja. Das heißt, das passt mit unseren 7000 Leuten. Safien, aber ja, wieso nicht? Immerhin sind sie Teil von unserem vom Heiligen Römischen Reich. Und wir wollen dort möglichst alle Leute glücklich machen und sehen. Generallandtag. The lands ruled by Archduke Franz Stephan I are diverse and many follow different laws and rules. A major step towards a centralized state was taken today as the first all-Austrian diet convened. While the diet itself didn't achieve a great deal, it nonetheless marks a major breakthrough on the way towards a unified Austrian country. Finde ich gut. Austria gets centralization of Austria until the death of Franz Stephan I von Habsburg, giving the following effects. Monthly autonomy change minus 0.02. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, we have gained a trade dispute casus belli against France. Ist okay. So, Herrschaften, an dieser Stelle sage ich euch für heute wieder gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bald wieder. Bis dann.